Mama, ich will das jetzt. Nein, Schatz, ich kann es mir nicht leisten. Du bist die schlechteste Mutter der Welt. Du kaufst mir nie etwas, was ich mir wünsche, weil du mich hasst. Ich war erst 9 Jahre alt, aber diese Worte reichten aus, um meine Mutter im Spielzeugladen zum Weinen zu bringen. Sie war mit mir dorthin gegangen, um mir etwas Kleines zu kaufen, weil ich in meinem Mathe-Test eine 1+ bekommen hatte. Aber ich wollte nichts Kleines. Ich wollte dieses super coole, ferngesteuerte Auto, das offenbar sehr teuer war. Ich war noch zu klein, um mich mit Preisen auszukennen. Meine Mutter nahm mich an der Hand und wir gingen nach draußen. Wir gingen nach Hause, als wir von einer freundlich aussehenden alten Dame angesprochen wurden. Ich glaube, meine Mutter kannte sie nicht einmal, aber ich werde mich immer daran erinnern, was sie zu mir sagte. Deine Mutter liebt dich sehr, aber das wirst du erst wissen, wenn du einen Tag in ihren Schuhen verbringst. Wenn du das tust, wirst du in Zukunft sicher viel freundlicher sein. Und das war ich auch und noch viel mehr, aber ihr müsst weiterschauen, um zu erfahren, was. Bevor ich in dieser Nacht einschlief, wälzte ich mich hin und her und dachte immer wieder über ihre Worte nach. Ich fragte mich, wie es wohl wäre, als eine andere Person aufzuwachen und ihr Leben zu leben. Ihr wisst ja, wenn man klein ist, denkt man, dass Wünsche in Erfüllung gehen und so. Also sagte ich zu mir selbst, bevor ich meine Augen schloss, morgen wünschte ich, ich könnte das Leben meiner Mutter leben. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem komischen Gefühl auf. Ich ging in das Zimmer meiner Mutter und sie war weg. Aber dann sah ich mir meine Hände und Beine an und merkte, dass ich ganz anders aussah. Und warum trug ich Nagellack? Ich wollte in den Spiegel schauen und sah, wie meine Mutter mich ansah. Das gibt's doch nicht. Ich war wirklich sie geworden, aber es war seltsam, weil ich plötzlich keine Kontrolle mehr über die Dinge hatte, die sie sagte und tat. Es war, als würde ich in ihr leben, aber sie hatte immer noch die Kontrolle über alles, was sie tat. Das Einzige war, dass sie zu vergessen schien, dass ich existierte. Sie bereitete das Frühstück nur für sich selbst zu und ging dann zur Arbeit. Meine Mutter arbeitete als Kellnerin in einem schicken Restaurant, in das sie mich nie mitnahm. Ich war also froh zu sehen, wie es dort aussah. Aber ihre Kollegen behandelten sie furchtbar und ihr Chef war der Schlimmste. Du arbeitest zu langsam, Sandra. Du bist völlig unbrauchbar. Warum versuchst du nicht, dich zu bessern? Ich bezahle dich nicht dafür, ein kompletter Trottel zu sein. Es tut mir so leid, Sir. Meine Mutter rannte in einen Lagerraum und begann zu weinen. Ich spürte, wie ihr die Tränen über die Wangen liefen und wurde auch sehr traurig. Dann öffnete die einzige Person, die mit ihr auf der Arbeit befreundet war, ein Typ namens Gareth, die Tür und versuchte, sie zu trösten. Mach dir keine Sorgen um den Chef. Du weißt, dass er ein Idiot ist. Aber bei ihm fühle ich mich immer so furchtbar. Ich würde nicht hierbleiben, wenn Josiah nicht wäre. Aber er denkt, ich hasse ihn, weil ich ihm kein teures Spielzeug kaufen kann. Ich gebe wirklich mein Bestes und es tut so weh, dass er denkt, ich würde ihn nicht mögen. Ich habe mich nach einem anderen Job umgesehen, aber bis jetzt hatte ich kein Glück. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Das wird sich schon wieder einrenken. Übrigens, hättest du Lust, am Freitagabend mit mir auszugehen? Ich kann nicht, tut mir leid. Ich habe niemanden, der auf Josiah aufpasst. Okay, lass mich wissen, wenn sich etwas ändert. Ich würde dich gerne mal ausführen. An diesem Abend ging sie ins Bett und ich schlief auch ein. Am nächsten Morgen wachte ich in meinem eigenen Bett auf, als ich selbst. Ich ging direkt in das Zimmer meiner Mutter und umarmte sie herzlich. Sie schien ein wenig überrascht zu sein. Geht es dir gut, Baby? Ich glaube nicht, dass du mich hasst, Mom. Es tut mir leid, dass ich mich im Spielzeugladen so benommen habe. Ich werde versuchen, netter zu sein. Ich liebe dich und alles, was du für mich tust. Sie drückte mich fest an sich und lächelte. Und, kann ich am Freitagabend bei Gerald schlafen? Klar, aber da muss ich erst seine Mutter fragen. Toll. Gerald war mein bester Freund und ich beschloss, dass es gut für meine Mutter wäre, mit jemandem auszugehen. Gareth schien ziemlich cool zu sein. Mein Vater verließ uns, als ich geboren wurde und ich wusste nicht einmal mehr, wie der Typ aussah. Klinge ich nicht sehr erwachsen für einen 9-Jährigen? Jedenfalls brauchte ich anscheinend nur den Wunsch zu äußern, mit jemandem den Körper zu tauschen und ich konnte es. Manchmal tat ich das nur zur Unterhaltung, um zu sehen, wie ihr Leben aussah. Aber mit der Zeit lernte ich, wie ich die Menschen, deren Körper ich besaß, kontrollieren konnte. Ich vermute, das Universum wusste, warum es mich auswählte, diese Macht zu erhalten, denn eine andere Person könnte sie wirklich für die schlimmsten Dinge nutzen. Einmal tauschte ich den Körper mit dem Klassentyrannen Henderson und weil ich ihn kontrollieren konnte, zwang ich ihn, vor aller Augen alle möglichen peinlichen Dinge zu tun. Aber dann bin ich zu ihm nach Hause gegangen und habe es wirklich bereut. Seine Eltern waren gemein zu ihm und er schien wirklich traurig und einsam zu sein. Als ich dann wieder in meinen eigenen Körper zurückkehrte, versuchte ich, nett zu ihm zu sein.
Keiner wusste, was ich tun konnte, bis ich es eines Tages meinem besten Freund Gerald erzählte. Wir waren schon in unserem zweiten Jahr an der Highschool. Alter, ich bin total aufgeregt wegen dem Physiktest morgen. Oh? Ich hatte den Kurs letztes Jahr und die Tests waren kinderleicht. Mit deiner Intelligenz zu prallen hilft mir im Moment nicht wirklich weiter, Josiah. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann, aber du musst versprechen, es niemandem zu erzählen. Schummeln? Nein, naja, irgendwie schon, ich weiß es nicht. Ich erklärte ihm, dass ich mit anderen Körpern tauschen kann und den Test für ihn machen kann. Zuerst brach er in Gelächter aus, aber er wurde ernst, als er merkte, dass ich nicht mitlachte. Bruder, du meinst das ernst? Ja, ich werde es dir morgen zeigen. Gerald bekam also 96 Punkte in seinem Physiktest und realisierte, dass sein bester Freund eine Art Superheld war. Kumpel, du kannst so viele Dinge mit dieser Kraft tun. Ich habe schon viele Dinge getan. Hey, weißt du was? Ich brauche Hilfe bei etwas. Du weißt doch, dass ich schon seit einer Weile in Roxanne verknallt bin. Wie wäre es, wenn du eine Zeit lang ihr Leben leben könntest, herausfinden, wie ihre Familie ist, welche Hobbys sie hat, vielleicht ihr Tagebuch lesen, wenn sie eins hat? Dann wüsste ich besser, was ich tun oder sagen sollte, um sie dazu zu bringen, dass sie dasselbe für mich empfindet. Das ist verdammt seltsam. Aber okay. Wir warteten, bis Roxanne eines Nachmittags das Cheerleading-Training verließ. Sie ging allein und ich ging auf sie zu und fing an, mit ihr zu reden. Dann war es soweit. Ich lebte ihr Leben. Ihre Eltern kamen, um sie abzuholen und ich stieg ins Auto ein. Ich versuchte, sie nicht zu kontrollieren. Ich sollte nur ein Beobachter sein. Ihre Eltern waren wirklich nett und als wir bei ihr zu Hause ankamen, ging sie sofort zu ihrem Bruder und ihrer Schwester, um sie zu umarmen. Sie sahen aus, als wären sie etwa 5 Jahre alt und sie waren so bezaubernd. Sie ging in ihr Zimmer und machte eine Weile lang langweiligen Mädchenkram. Dann schaltete sie ihren Laptop ein und begann, mit ihren Freunden zu reden. Ich konnte alles lesen, was sie tippte, und ich dachte mir, dass ich dadurch viel mehr über sie erfahren würde. Sie öffnete eine alte Unterhaltung, die sie mit ihrer besten Freundin Lola führte, und was ich las, machte mich sprachlos. Lola? Ich denke, du solltest es ihm einfach sagen. Roxanne? Ich habe Angst. Was ist, wenn er nicht dasselbe empfindet? Lola? Aber du bist doch schon seit der Grundschule in ihn verliebt. Ich finde, du solltest deinen Mut zusammennehmen und es ihm einfach sagen. Roxanne? Ich werde nächste Woche mit Josiah reden. Hoffentlich bittet er mich um ein Date. Was? Die ganze Zeit, in der Gerald in Roxanne verknallt war, war sie in mich verknallt. Wie sollte ich mit all dem fertig werden? Ich sorgte dafür, dass sie einschlief. Dann schlüpfte ich wieder in meinen eigenen Körper und floh aus dem Haus. In dieser Nacht konnte ich an nichts anderes denken als an sie. Ich schaute mir ihre Instagram-Bilder an und stellte fest, dass sie eigentlich ziemlich hübsch, lustig und interessant war. Und vielleicht hatte ich die ganze Zeit Gefühle für sie gehabt, aber ich hatte sie nur wegen Gerald für mich behalten. Am nächsten Tag stieß Gerald in der Nähe des Eingangs der Schule mit mir zusammen. Du bist wieder da und was hast du herausgefunden? Nicht viel. Sie ist ziemlich langweilig. Ich denke, du solltest die anderen Mädchen da draußen in Betracht ziehen. Nein, sie ist das Mädchen meiner Träume. In diesem Moment kam sie vorbei. Sie nahm Blickkontakt mit mir auf und ich lächelte. Dann sah ich wieder zu Gerald und hoffte, dass er es nicht bemerkt hatte. Irgendetwas veränderte sich in mir und mir wurde klar, dass ich noch nie eine Beziehung gehabt hatte und ich glaubte nicht, dass ein Mädchen auch nur im Entferntesten an mir interessiert sein könnte. Ich beschloss, Gerald davon zu überzeugen, dass er Roxanne nicht leiden konnte und mich stattdessen mit ihr zu treffen. Nach der Schule an diesem Tag sagte ich Gerald, dass ich nach Hause eilen müsse. Ich tat so, als wollte ich gehen, aber in Wirklichkeit wartete ich, bis Roxanne mit dem Cheerleading-Training fertig war. Als sie rauskam, ging ich auf sie zu. Hey Roxanne, wie war dein Tag? Toll, danke der Nachfrage. Sie schien ein bisschen nervös zu sein. Ich habe mir überlegt, ob du diesen Samstag mit mir ausgehen möchtest. Das würde ich gerne. Ich hole dich um 6 ab, lächelte ich und ging weg. Warte, woher weißt du überhaupt, wo ich wohne? Fragte sie, aber da war ich schon zu weit weg, um zu antworten. Ich weiß, das klingt furchtbar, aber ich hatte gehofft, dass Gerald es verstehen würde, weil er mein Freund war. Große Überraschung, das tat er nicht. Als Roxanne und ich ein Paar wurden, weigerte er sich eine Zeit lang mit mir zu reden. Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Jetzt ist Roxanne meine Verlobte und Gerald mag mich nicht mehr wirklich, aber ich hoffe, dass wir auch in Zukunft Freunde bleiben können. Ihr fragt euch vielleicht, was ich mit meiner Fähigkeit gemacht habe. Obwohl ich sehr klug war, habe ich beschlossen, nicht zu studieren, weil meine Mutter es sich nicht leisten konnte und ich mich nicht verschulden wollte. Also gründete ich eine Detektei und habe 100% meiner Fälle erfolgreich gelöst. Ich habe den besten Ruf im ganzen Land und niemand hat eine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe einige schwere Fälle mit gefährlichen Verbrechen gelöst.
Es war interessant, eine Zeit lang ihr Leben zu leben, aber nachdem ich all die schrecklichen Dinge gesehen hatte, die sie getan haben, fühlte ich mich besser, als ich sie der Polizei übergab. Dann kümmere ich mich um mildere Fälle wie betrügende Ehemänner und Kinder, die vorgeben, zu Hause brav zu sein, aber in der Schule furchtbar sind. Ich verlange einen Haufen Geld für meine Dienste, weil ich weiß, dass ich gut bin. Roxanne und ich werden übrigens nächsten Monat heiraten. Meint ihr, ich sollte Geralt zur Hochzeit einladen?